Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Divinity Original Sin mit mir, Elo. Und wir sollen infiltrieren. Okay, die hat jetzt Stärke 12. Und hier vor allen Dingen neue Fähigkeiten. Zwei nicht, ist schon eine 4. Rüstungsexperte, 5%. Okay, ist auch. Waffenknecht ist auf 3, das geht sogar noch auf Stufe 4. Und wahrscheinlich nachher auch immer noch Stufe 5, aber mal Dora, dann lassen wir das erstmal. Riesennebel. Gut. Hat er uns auf der Karte angezeichnet, wo das. Da ist die Hexenhütte. Also gehen wir mal erstmal in die Richtung. Wir probieren auch diesmal früher Schatzkarten zu kriegen, wenn es hier sowas gibt. Ein Bienenstock. Aber da ist nichts drin. So, und da kommen die ersten Gegner. Gucken wir mal. Hier riecht eine Blume. Und hier haben wir die Eingeweihten. Die sind alle Stufe 10. Okay, das heißt, jetzt sind wir auf alle Fälle in der richtigen Region. Wenn wir ein bisschen schleichen hier, vielleicht bis hier. Wir haben noch keine zweite Spur raus. Ich muss mir das mal irgendwie auf Shortcuts legen. Damit wir da, denke ich, besser zurechtkommen. So, dann machen wir noch mal einen Schuss auf so eine irische Dumme. Und haben wir auch schon mal ganz gut getroffen. Mal ein Feuerinventar raus. Und hier noch an den Rand. Ich weiß nicht, wie ich eine Blume klingt für mich so. Jetzt sollte ich nicht so nah aufeinander stehen. Mutten wir uns aber mal ein bisschen. Die nutzen noch die übel riechenden Blumen als Gegenstück machen. Ja, riechen groß aussieht, also Giften. Aber sie haben schon was gefressen, nachdem da eine Tierhaut dran ist. Das ist Feuersporen. Ja, Feuer geht auf alle Fälle ganz gut. Müsste doch mal gucken, noch mehr Pets in den Start zu kriegen. Hier einfach auch die kleinen Tanks da nicht immer so rein zu hängen zu müssen, ob wir mal ein bisschen mit Zweiern streiten wollen. Ein Auge. Rüstung, lassen wir uns mal auf die Fälle regnen. Und halt, die haben eigentlich gefressen hier. So, ich denke mal, dieser Zweihandstreitkolben, sofern ich ihn denn finde, ist auf jeden Fall noch was, was verkauft werden kann. Das ist die Schuppenrüstung, aber die Waffe mit Zutaten ausgefangen.
da ist er. Kann auch weg. Ich weiß ja nichts, was wir hier noch brauchen. Ein Baumstamm. Muss ich mal noch nachfahren. Einiges in den Baumstämmen. Und viele Pilze. Es ist Pilzzeit. I feel uneasy here. I'd better keep my weapon at the ready. Okay. Es scheint eine Art Falle zu sein. Ist dann noch ein Eingang zu den Eingeweihten. Okay, wir sind von Giftblumen. Das ist das andere mit den Blutwespen. Gehen wir durch die Blutwespen durch, ja? Und bewegen uns mal ein Stück raus. Nur um die Tanks dann auch definitiv zum Einsatz zu bringen. Aber erstmal schreien wir die mal alle an. Und schreien uns auch an. Für mich. Das ist irgendeine Horde-Pixies, wo sind denn die anderen? Keine Ahnung, ach, die sind auch noch gelungen. Dann schicken wir mal gleich mal noch ein Pad auf die andere Seite. Schon ganz schön Lebenspunkte. Die Wespen da oben, die sind noch länger. Machen und ungiftig sind und Krankheit heilt. Da muss man
ich mal direkt ranstehen, ja, okay. Gucken wir da lieber an hier raus und schneiden wir die Arme weg. Okay. Immer ganz schön. Aua. Mal rein. In den Lebenspunkten geht das soweit eigentlich alles noch. Wir schießen jetzt hier auf Madora. Ich sollte da vielleicht tatsächlich mal wieder rausgehen. Das war da mehr umbringen können, mehr Schaden auch drauf machen können. Das ist irgendwie alles voll mit Minen. Ja, kann ja da nicht hin. Jetzt in die Luft jagen. Aber wenn ich bin, tut mir das tatsächlich nicht so weh. Okay, mal einige. Ein Frost und ein Feuerstab. Tierhaut. Kann ich gleich mal drauf aufsammeln. Genau wie den Feuerstab. Madura, hä? Scarlet natürlich. So, fressen wir mal den ganzen Tier heute und Augen. Uns hier schon die Flora und Fauna fallen stellt. Hat bei ihrem Sterben auf alle Fälle diesen dämonischen Kreis hinterlassen. Ich habe es glaube ich schon mal gesagt, aber irgendwer muss noch einen. Sonst wird das ja immer so eine lahme Geschichte. Das kann ich, und es scheint bei Tristan auch immer noch nicht zu reichen. Voll zu machen. Ich habe ja dann auch gleich noch die Wahl, vermute ich mal, mich mit denen anzulegen. Silbertal ohne Zusal. Oder so zu tun, als wollte ich mit denen mitmachen. Ich würde tatsächlich sagen, ich tue so, dass ich mitmachen will. Stopp im Namen der Göttin, wer ist da? Ein Quellendiener, nur ein Wanderer sind wir. Ein Wanderer, sagt ihr? Vielleicht ein verlorenes Schaf, das seine Herde gefunden hat? Im Stall der Makellosen? Was ist das für ein Ort?
Na, Silberteil natürlich. Einst das Zuhause der Minenarbeiter, heute das Zuhause der Gläubigen. Wir haben die Suche nach Silber gegen das Streben nach Göttlichkeit getauscht. Für einen Fremden mag sich das vielleicht seltsam anhören, doch ihr müsst wissen, dass wir vor nicht allzu langer Zeit von einer Plage heimgesucht wurden. Einer Plage, der wir reihenweise anheimgefallen sind, bis uns die, die für die Göttin spricht, ein Heilmittel gebracht hat. Sie hat uns gezeigt, wie wir die Gebrechlichkeit und sogar die Alterung unserer menschlichen Hülle überwinden können. Aus diesem Grund leben wir jetzt ein frommes und demütiges Leben, damit wir auch makellose werden. Aber ich schlage vor, ihr sprecht mit Vater Loik, wenn ihr mehr über die Göttin erfahren möchtet. Seid also willkommen im Silbertal. Gesegnet seien alle Makellosen. Vielleicht schließe ich mich. The Immaculates here seem to be a friendly enough bunch. Seem being the operative word. Okay. Let's remain vigilant. Scarlett ist nicht überzeugt, dass sie. Also ist davon überzeugt, dass sie nur so tun, als ob sie freundlich sind. Gehen wir mal rein in die Hütte. Eigentlich ein ganz schickes Städtchen, ja. Oh, Ahura ist auch schon hier. Well, hello there. Ich sehe, ihr habt es also in die Ortschaft Silbertal geschafft. Ein unheimlicher Ort findet ihr nicht. Ich kann nicht mit der Pfote drauf zeigen, aber was Böses brodelt unter der Oberfläche dieser Siedlung. Was haltet ihr von diesen Makellosen? Sie sind dick wie Forellen, wenn ihr mich fragt, und auf unnatürliche Weise besessen von den Lehren einer seltsamen Frau, die sie die Mittlerin nennen. Ich habe sie selbst nicht gesehen, aber sie muss eine Hexe oder Zauberin sein und über viel Charme und magisches Können verfügen, um Horden ruppiger Minenarbeiter zu verzaubern und sie dazu zu bringen, sich einer obskuren Religion anzuschließen, die ihnen vollkommen fremd ist. Warum denkt ihr, dass hier etwas Böses im Gange ist? Das Blut. Nun sehe ich ein, dass es eine fantastische Sache sein könnte, einen sterbenden Menschen wieder gesund zu pflegen, wenn man dazu nur eine Kröte opfern muss, aber ich entdecke Mordlust in den Augen dieser Leute. Eine Mordlust, die über die übliche Bedeutung dieses Wortes hinausgeht. Sie verhalten sich alle, als ob sie einer wohlwollenden Göttin folgen, die sie ins Paradies führt. Aber ich will ein dümmlicher Dalmatiner sein, wenn irgendetwas davon stimmt. Ich frage mich, was hinter der Maske der Unschuld steckt. Da ihr diesen Ort ausgekundschaftet habt, könnt ihr mir vielleicht sagen, wo ich anfangen soll, nach dunklen Machenschaften zu suchen. Ich beschatte den örtlichen Priester, einen Mann namens Loik. Ich habe das Gefühl, er weiß mehr als die meisten in Silbertal, denn er folgte ihm nachts, wenn er sich mit verhüllten Fremden und sogar Goblins traf. Mangot, Hieberheim, ich habe ihn seltsame Dinge flüstern hören. Ja, dunkle Machenschaften stehen diesem Priester in sein blassiertes, selbstgefälliges Gesicht geschrieben. Warum streift ihr in Silbertal in eurer Katzengestalt umher? Der Vorteil einer Mieze, eine Mieze zu sein, mein Freund, ist, dass man schleichen kann. Ein weißhaariger Zauberer zieht Aufmerksamkeit auf sich ein, aber eine Katze geht unbemerkt durch und in der Tat ungesehen. Nicht, dass ich nicht extra wachsam vor diesen Blutsaugern wäre, es gibt einen auffälligen Mangel an Haustüren in dieser unheimlichen kleinen Stadt. Viel Glück, Quellenjäger. Ich denke, ich werde mich nun auch verabschieden. Ich wurde schon seltsam beäugt und ich denke, ich weiß, was in ihrem nach Blut dürstenden vorgeht. Okay, Ahu hat hier ein bisschen Angst, dass er ihn als Blutopfer da bringt. Ein Pickel. Kann man mit einem Pickel dann auch vielleicht Eisen, also Erz abbauen? Wahrscheinlich, wa? Und eine Pizza. Aber ein Pickel reicht mir auf alle Fälle. Und hier sind wir in einer Schmiede. Kann man dann wahrscheinlich auch ganz cool Schwerter und so herstellen. Und das ist auf alle Fälle ein Stärketrank, den wir hier mitnehmen. If I got anything that needs a good firing. Ein alter Metallschild brauchen wir nicht. Okay, wer ist er? Ich würde sagen, machen wir mal so weiter, wie wir in dem alten Örtchen aufgehört haben. Und klauen und rauben. Was auch immer möglich ist. Okay, hier ist noch
unten auf alle Fälle noch was, wo man nach unten kommt. Nadias Laden. Müssen wir dann mal gucken, ob wir da den Schlüssel für besorgt kriegen. Machen wir mal die Tür hinter uns wieder zu. Allerdings vielleicht so, dass auch alle mitkommen können. Und dann sprechen wir als nächstes mal mit Chi und Nadia. Mal gucken, was die dazu zu sagen haben, wie das Leben hier so ist. Aber Folge ist soweit erstmal wieder rum. Schönen Dank fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hier in dem Örtchen weiter umgucken. Tschüss.